Engelein Lieselotte und der alte Mond. Der alte Mond zog seine Runden und war sehr allein. Immer wenn er schlafen ging, stand die Sonne auf der anderen Seite auf. Er sah ihre Strahlen immer nur aus der Ferne. So ging es Tag für Tag und Nacht für Nacht. Sonne und Mond waren immer allein. Ein kleiner Engel namens Lieselotte beobachtete das schon eine lange Zeit. Sie hatte den Mond liebgewonnen und kam auf eine Idee. Sie wollte den Mond von seiner Einsamkeit ablenken. Es dauerte nicht lange, bis sie ihren Gedanken in die Tat umsetzte. Sie schlich sich aus dem Himmel. Ihr müsst wissen, kleine Engel durften den Himmel nicht verlassen, da sie oft den Weg nach Hause nicht mehr fanden. Aber Lieselotte hielt sich nicht an diese Regel, denn ihr war der Mond wichtiger als alle himmlischen Vorschriften. Sie flog eine Weile und sah sich genau um, doch sie konnte sich an nichts orientieren, denn es war alles dunkel. Aber als sie in die Nähe des Mondes kam, wurde es hell, und der alte Mond lächelte, als er das kleine Engelein sah. »Ja, wo kommst denn du her, du kleiner Ausreißer?« fragte der Mond freundlich. »Ich komme aus dem Himmel«, antwortete Lieselotte. »So, so, aus dem Himmel«, wunderte sich der alte Mond. »Was macht denn so ein kleiner Engel bei einem alten Herrn wie mir?«, fragte er weiter. Lieselotte grinste über beide Ohren. Aus der Nähe sah der Mond noch viel galanter aus als aus der Ferne. Sie freute sich so sehr, den alten Mond zu sehen, dass sie vor Freude ihre beiden Hände auf die Wangen schlug und noch mehr grinste. »Ich habe dich beobachtet und du bist so allein. Darum bin ich zu dir gekommen, um dich aufzuheitern.« Der Mond schmunzelte. Ihm gefiel das kleine Engelein, das sagte, was es dachte, ganz ohne Hintergedanken. Das Engelein setzte sich auf die Sichel des Mondes, und sie lachten und plauderten, bis sie von Weitem die Sonne aufgehen sahen und der Mond verschwinden musste. Wehmütig sah er ihr beim Aufgehen zu, während sie ihm nachblickte, als er verschwand. Nun flog Lieselotte zur Sonne. Auch sie war schon sehr alt. Als sie das Engelein erblickte, freute sie sich über den Besuch. Auch sie fragte, woher Lieselotte kam und was sie hier wollte. Und Lieselotte antwortete der Sonne dasselbe wie dem Mond. Auch die Sonne konnte das Engelchen erheitern. Doch als die Zeit vorbei war und der Mond mit seinem blauen Licht erschien, verschwand die Sonne wieder traurig. Der Mond eilte zu Lieselotte und fragte neugierig, »Hat sie dir etwas ausgerichtet? Hat sie mich bemerkt?« »Nein, aber beim nächsten Mal werde ich sie fragen. Ist dir das recht?« fragte Lieselotte artig. »Oh, das wäre schön. Dann erfahre ich endlich, was die Sonne denkt und erlebt. Du sollst wissen, ich mag sie sehr.« »Das weiß ich«, sagte Lieselotte lachend. So erzählten sie sich viele Geschichten, und das Engelchen hörte aufmerksam zu. Am nächsten Tag erzählte Lieselotte der Sonne alles, was der Mond gesagt hatte, und nun hörte die Sonne zu. Danach sprach die Sonne und erzählte dem kleinen Engel, was ihr so passiert war, und Lieselotte hörte wieder zu. So vergingen einige Tage, und dem kleinen Engel brummte der Kopf. Da flog sie mitten im Gespräch mit dem Mond einfach weg. Der Mond wurde traurig, und als die Sonne aufging und den Mond untergehen sah, ohne das kleine Engelein, war auch sie wieder traurig. Lieselotte wusste nicht mehr weiter. So konnte es nicht weitergehen. Was sollte sie nur tun? Verzweifelt begann sie zu beten. »Lieber Schöpfer, himmlischer Vater, du, der immer alles weiß, was soll ich tun? Wie kann ich Sonne und Mond helfen?« »Wenn du ihnen wirklich helfen willst, bring ein kleines Opfer«, sagte eine Stimme. Lieselotte wusste genau, wer das war. »Weißt du es auch?« Sie setzte sich auf eine Wolke und überlegte. »Wie nur kann ich ein kleines Opfer bringen?« Plötzlich hatte sie eine Idee. Sie flog zur Sonne und bat sie, noch ein wenig länger zu bleiben. Schon kam der Mond, und als er das Engelchen sah, freute er sich sehr. Doch er erschrak, als er auch die Sonne erblickte. Sie errötete, und der ganze Himmel erstrahlte in einer wunderschönen Farbenpracht. Die Sonne hielt Lieselotte an einer Hand, und der Mond nahm sie bei der anderen. So waren sie für kurze Zeit verbunden. Dann machte es Bums, und am Himmel erschienen lauter kleine Sterne. Zwischen Sonne und Mond stand plötzlich ein Abendstern. Das war Engelein Lieselotte. Sie hatte sich geopfert, um Sonne und Mond nahe zu sein. Wenn die beiden sich etwas zu sagen hatten, überbrachte der Abendstern ihre Nachrichten. Seitdem sind Sonne und Mond immer informiert, was der eine oder andere so treibt. Das Engelein Lieselotte, das nun als Abendstern erstrahlt, ist der Vermittler zwischen Sonne und Mond. Ihr könnt sie am Himmel sehen, manchmal nahe beieinander, manchmal weiter entfernt. Und hin und wieder gibt es eine Mond- oder Sonnenfinsternis.
Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Denn in diesen Momenten geben sich Sonne und Mond einen Kuss, der für lange Zeit reichen muss. Eingefädelt von dem kleinen Abendstern Lieselotte. Jutta E. Schröder. Hintergrundmusik aus YouTube von Miu.